Stadttools Schnellstart. Schritt 1. Daten überprüfen und die Analyse planen. Bevor Sie irgendeinen Datensatz auf intelligente Weise statistisch analysieren können, müssen Sie erst einmal die Daten genau verstehen. Die Datensätze sind gewöhnlich, wie Sie hier sehen, in einer rechteckigen Matrix angeordnet, in der jede Spalte einer Variablen und jede Zeile einer Beobachtung oder einem Fall entspricht. Die Bezeichnungen der Variablen befinden sich meistens in der obersten Zeile. Im nachstehend gezeigten Datensatz enthält jede Zeile jeweils die Variableninformationen über eine Bankangestellte oder einen Bankangestellten. Variablen sind entweder kategorisch oder numerisch. In unserem Datensatz hier ist Gender, Geschlecht, ganz offensichtlich kategorisch, da diese Spalte Text enthält. Bei kategorischen Variablen ist es oft angebracht, Pseudovariablen 0 bis 1 zu erstellen. Das ist hier beispielsweise in Spalte D geschehen, wo die Wenn-Funktion dazu verwendet wurde, 1 für weiblich und 0 für männlich aufzuzeichnen. Die Variablen Alter, Jahre und Gehalt sind numerisch. Gewöhnlich werden an kategorischen Variablen andere Analysen ausgeführt als an numerischen Variablen. Sie sollten sich daher über diesen Unterschied im Klaren sein. Die Variable Mitarbeiter in Spalte B ist nur ein Indexname, der gewöhnlich nicht in die statistische Analyse mit einbezogen wird. Als nächstes sollten Sie dann die gesamte Analyse entsprechend planen. Was möchten Sie gerne aus diesen Bankdaten erkennen? Vielleicht wollen Sie die Variablen einzeln unter die Lupe nehmen. Es könnte angehen, dass Sie besonders an der Aufschlüsselung von männlich und weiblich, dem Durchschnittsalter aller Mitarbeiter oder der Gehaltsaufteilung interessiert sind. Auch möchten Sie vielleicht die Beziehungen zwischen den einzelnen Variablen näher untersuchen. Es könnte beispielsweise interessant sein, herauszufinden, ob die männlichen Mitarbeiter meistens längere Berufserfahrung aufweisen als die weiblichen oder ob die älteren Mitarbeiter gewöhnlich mehr verdienen als die jüngeren. Des Weiteren möchten Sie eventuell alle Variablen einer Regressionsanalyse unterziehen, um zu sehen, ob die weiblichen Angestellten weniger verdienen als die männlichen, und zwar nach genauer Berücksichtigung von Alter und Berufserfahrung. Natürlich gibt es immer mehrere richtige Antworten darauf, wie solch ein Datensatz analysiert werden sollte. Aber die von Ihnen gestellten Fragen führen natürlicherweise zu der gewünschten Art von Stat-Tools-Verfahren. Sie sollten sich daher die Zeit nehmen, gut überlegte Fragen zu formulieren. Jetzt sind Sie an der Reihe. Sehen Sie sich kurz die Daten in diesem Datensatz an. Fehlen irgendwelche Daten? Scheinen einige Datenwerte falsch, das heißt außergewöhnlich, zu sein? Bei unserem einfachen Datensatz hier werden Sie solche Probleme nicht finden, aber diese Art von Fragen sollten Sie bei realen Datensätzen stellen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.